YouTube, was geht ab? Wir sind wieder hier, Julian und ich, in Blaine County für euch in GTA 5 und wir sind hier in der ganz schäbigen Lagerhalle, momentan ist Gangster versteckt und wir machen jetzt mal ein bisschen Gangster. Also, los geht's. Ab in die Fahrzeuge. Wir machen jetzt hier etwas die Gegend unsicher, geben unser Bestes dabei, so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Kann man am besten dann laden? Weiß nicht. Ich hätte gerade mal Bock irgendwie, also ich brauche ein bisschen Geld. Überfalle ich mal einen Laden hier. Es muss aber irgendwo was in der Nähe sein, was passend ist. Oder Julian, wie viel Geld hast du? Wie viel Geld hast du? 72.000. Ja, dann nimm du das Geld, weil ich habe 87. Heute nicht alleine, und zwar haben wir den Infernus dabei mit dem T29 Killer. Und herzlich willkommen erstmal. Ja, hallo. Und wenn ihr dann auch mitmachen wollt, wir, ja, können wir. Immer wenn wir jetzt GTA aufnehmen, gehen wir in eine offene Lobby und ihr könnt alle dazu joinen. Und die beiden das hier gemacht haben. Eine Klappe. Immer mitmachen. So, seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, zu. Ja, Hunger. Warum ist hier drin? Kassierer. Okay, dann ballern wir einfach die Kasse auf. Nee, kann man sich nicht irgendwie. Okay. Das habe ich ja noch nie, dass der Kassierer nicht da ist. Ich glaube, nur leider ist da irgendwie nicht viel Geld drin. Ja, kann ich nicht. Das war ja jetzt ein Fail. Ich habe 180 Dollar eingenommen. Aber naja, egal. Hier ist so schönes Slush-Eis hier. Wollen wir vielleicht. Das läuft aber nicht aus. Ja, wollen wir vielleicht eine etwas lukrativere Mission machen? Ich habe da was auf Lager. Können wir machen. Alles klar. Ist auch für 4 Leute, passt ja. Ja, passt. Jupp. Bekanntlich sind wir ja 4 gerade. Ja. Auf jeden Fall. Ja, geht, ne? Der eine mag eher pink, der andere rot. Ja, so, eingeladen habe ich euch. Aber mein Auto ist gar nicht mehr. Achso, Probleme am Papier. So. So, dann begrüße ich euch ganz herzlich. Braucht ihr noch irgendwelche Sachen und so, Munition, dann kauft das jetzt. Ja, habe ich jetzt mal. Dann mache ich das mal. So. Bei mir ist alles fertig. Ja. So, wenn der T29 Killer soweit ist, kann es dann losgehen. Ich bin bereit. Wie man jetzt gerade so schön sehen kann, wir sind hier fast alle in der offiziellen PlayZ-Gruppe. Der Link ist in der Beschreibung. Ja. Ihr könnt einfach beitreten und könnt dann ein Teil von PlayZ sein. Ja, und besonders uns, weil. Einen guten Namen vertreten. Ach so. Ja. Ja, was wolltest du sagen? Ja, ich wollte sagen, besonders, weil wir können ja nicht alle von euch annehmen. Nicht alle Leute. Aber für GTA, wenn ihr dann also mit uns spielen wollt, dann können wir euch einladen über die Crew und dann können wir alle Leute, die uns halt adden wollen und in die Crew wollen, von euch Abonnenten, Zuschauern, die können ja dieser Crew einfach beitreten.
die ist offen. Und damit würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit der Mission. So, Spieler 1 bis 4. So. Oh, ich hab mich gut gerissen. Boah, mein Auto ist so ein bisschen abseits. Mein Auto steht irgendwie hier hinter. Ja, meins auch. So, wie soll denn das Map stehen? Wo geht's denn hin? Na, was soll man denn anderes tun bei Gerald? Ich denk mal zum Pier da. Oh. Am Strand. Ja, das ist dieser Del Perro Beach Pier da, wenn ich mich nicht irre. Ah, ich mach das auch mal kurz. Oh mein Gott. Also, los geht's. Also, du hast das Gefühl, das Navi zeigt total den Umweg an. Ja, ich hab das Navi nicht angemacht, weil das immer sowieso verschieden ist bei jedem. Das hätte mich wahrscheinlich jetzt ganz woanders angeführt, weil ich da mehr an der Dings stand, am Highway. Da wäre ich persönlich auch lang gefahren am Highway. Julian ist doch vor mir. Ja, das bin ich. Ich bin hinter dir. Die gleiche Route. Ich fahr einfach mal hinter euch her. Wow. Alter, auf einmal, ey. Infernus kommt hinterher, oder? Warte mal, auf dich warten. Ich bin der ganz hinten stehen. Nee, ich bin schon weitergefahren. Wow, auf einmal spawnt dieser LKW weg. Ich dachte, ich fahre da gleich rein. Warum? Da war bei mir so ein roter LKW, aber naja, egal. Wow. bei mir war auch ein roter LKW. Auf einmal war er nicht. Ja, den meinte ich. Wow, was hast du gemacht? Auf einmal, du fährst irgendwie zur Seite und der LKW kippt in die andere Richtung. Was war denn da los? Deswegen muss ich dran vorbeiziehen. Rechts. Also man sieht dafür, dass das ein Million-Dollar-Spiel ist. Hat natürlich noch sehr viele Fehler, muss man sagen. Ja, das natürlich noch in der nach dem neunten Update. Ja, das ist cool, ich fahre hier gerade und kein Auto ist auf der Autobahn. Beispiel glaube ich auch nicht, wie es sein sollte. Ich glaube, das liegt daran, dass wir so schnell fahren. Naja. Hui. Wir haben jetzt auch nicht die schnellsten davon. Ja, hier sind auf einmal wieder neue. Die Uhr plötzlich. Aber manchmal ist wieder alles voll. Ja. Aber manchmal ist das so, dass wenn man irgendwie ganz schnell fährt, dass dann keine Autos mehr da sind. Ja, wir nicht, aber die beiden anderen. Ja. Okay, die ziehen dann jetzt vorbei. Ja. Wir sind ungefähr gleich schnell. So, ich bin immer im gleichen Abstand hinter dir. Oh. Er fährt mir hier rein. Er fährt. Boah. Ich dachte so, hä? Entschuldigung? Oh Mann. Hier geht's ja ab. Ja. Ich werde jetzt hier lang gelost. Also, ich meine auch, dass der Weg, dem der Florian angezeigt wird, hier sauer ist. Den totalen Umweg angezeigt. Ich muss über den halben Strand dahin. Auf jeden Fall ist das. Autos abstellen. Wenn es große Geballer gibt. Ja, dann ich stelle auch mein Auto hier oben ab. Ach so. Ich jump da runter. Da unten in diesem Tunnel. Ach, hat ja euch auch, kann sein, dass er euch geführt hat. Ich bin auf den schnellen. Komme! Auf das Interaktionsmenü gegangen und hab dann Meth ausgesucht. Dann kann ich los hier unten.
Einsatz. Dann los, ja? Dann schießt er schon. Oh. Wille, Sprung holt. Ne, für die Mitte. Hey, die haben ja auch voll die komischen Werte. Roten Felgen. Wo ist denn das MF? Ich hab das. Ich hab. So. Hey, dann lass mal alle in Senden. Ach nee, da passen ja nicht so viele rein. Oder? Ja, können da hinten, doch, hinten können welche rein. Ach so, ja, na gut, dann lass da reingehen. Los, wir schaffen das. Wir schaffen das. Naja, ich glaube. Soll ich die Karre da wegfahren? Ja, das ist doch hilfreich. Ja, die hat voll die kleinen Reifen. Ja. Das ist voll der 8-Truck. Ich wollte auch noch mit. Du musst wohl vorne sitzen. Geht los. Naja, wir sollen ja eigentlich wenden. Mach ich das? Ah, nö, wir brauchen das nicht. So. Wenn was von hinten kommt, dann ist es uns so fällig. Ja, ihr seid da aber ganz schön nicht so sicher dran, oder? Ja, das kann keine Ahnung. Deswegen bin ich vorne und ich schieße, wenn irgendwas kommt. Ja, sagen mit diesen kleinen Reifen. Ja, die sind richtig klein. Ich weiß nicht, ob das extra so ist oder so, aber. Also, ich glaube nicht, dass irgendein Vorteil ist, so kleine Reifen zu haben. Gut. Denke ich auch nicht. Aus dem Weg! Wenn bei euch morgen im Garten Reifenspuren sind, wisst ihr, wer das war. Julia. Genau. Ach ja. Genau. Hier gelten keine Speed Limits mehr. Schild wurde abgefahren. So schnell ist man mit dem Teil sowieso nicht. Nö. Boah. Das hat so eine lange Beschleunigung. Wird ja auch nur so lost. Isotopen! Die Isotopen! Ja, fahr den da einfach rum. Ich muss ja aussteigen. So, ich hab das Map abgeliefert. Was jetzt? Ah, da ist er ja. Da kommt er ja. Oh, mit das hübschen Begleitung. Nice. Now keep your mouth shut about me, you hear? Ach, da sind sie jetzt alle vier. Ja. Die ganze Gang. Und das kaputte Fahrrad steht immer noch da. Viel hat die Mission aber nicht gebracht. Aber RP hat's einiges gebracht. Ja. Gefällt mir. So. Also. Wollen wir noch was machen? Sprung eine Schüssel oder was? Wieso nicht, ja.